Guten Tag, die Damen oder Herren, oder guten Morgen oder guten Abend. Ich wollte mal kurz die neuen, beziehungsweise den letzten Patch für die FreeCB British Armed Forces Vehicle Mod vorstellen. Da gibt es so wirklich zwei neue Sachen, oder anderthalb. Das ist einmal das Moped hier, das schimpft sich Coyote oder Coyote, und den eigentlich altbekannten Jackal. Fangen wir eigentlich mal bei dem Jackal an. Den gab es in der früheren Mod-Version schon, wurde aber überarbeitet. Zum einen sind die Texturen sind neu, die Türen, Front und naja, Hecktüren, kann man jetzt öffnen. Es funktioniert übrigens auch als Deckung. Naja, zumindest zum Teil. Andere Neuerung ist, hier ist vielleicht ein bisschen schlecht. Wenn ich Passagier bin, darf ich jetzt auch endlich aussuchen, ob ich links oder rechts aussteigen möchte. Tada. Also so viel dazu. Auch neue Neuerung sind diese lustigen Nummernschilder. Die sind zufällig generiert. Das heißt, naja, eigentlich immer 101, 103, 108 und so weiter und so weiter. Hat den Vorteil, dass wenn man mal in einem Konvoi fährt und man steigt aus und steigt wieder ein und weiß nicht mehr, welches sein Fahrzeug ist. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin 103 eingestiegen, dann laufe ich hin, sehe 103 und weiß, es ist meins. Ebenfalls neu sind eigene Sounds für die Geschütze. Es ist, glaube ich, von Lexman's Soundmod. Ah ja, und hier drückst du. Die ich nicht mit habe, egal. Neu bei dem Jackal, außer dass halt, naja, das Modell überarbeitet ist und die Texturen, ist auch hinten ein neuer Platz. Das heißt, es passt eine Person mehr rein. Die sitzt hier hinten so rum. Und wenn die Kamera es zulässt, sieht man, er sitzt hier ziemlich gechillt rum. Man kann leider aus dem Heckplatz nicht rausschießen. Keine Ahnung warum. Bei den anderen Plätzen geht's aber. Wenn ich hier sitze, kann ich hier lustig rausschießen. Ebenfalls neu sind auch die lustigen Rucksäcke, mein Gott. Und das Radio. Ist aber alles nur optisch. Das heißt, hier hängt kein richtiger Rucksack dran, den ich irgendwie dran packen könnte oder darauf zugreifen könnte. Neu ist auch eine neue Fahrphysik, aber da komme ich gleich jetzt zu. Komplett neu ist dann das lustige Teil hier. Es nennt sich Coyote und ist, wenn man so will, eine andere Variante von dem Jackal. Wird in der Realität eher als Logistik- oder Unterstützungsfahrzeug benutzt. Hat dieselben Funktionen mit den Türen. Ich kann die Türen aufmachen, kann mich nur zumachen, kann mich reinsetzen. Hat aber hinten mehr Platz. Das heißt, hier hinten können 4 Leute sitzen. Hier können nochmal 2 sitzen, sind wir bei 6. Im Geschütz 7, 8, 9. Das heißt, man bekommt, wenn man jetzt, wie viele Leute das tun, in 8er Squads oder Section spielt, bekomme ich also auch endlich ein ganzes Squad hier rein, plus noch irgendeinen Deppen. Nummernschilder hat es auch. Habe ich sonst irgendwas Konkretes vergessen? Ja, habe ich. Es gibt den Coyote, gibt es noch als Support-Variante. Kann ich eigentlich kurz herbeizaubern. Hier ist er. Hat dann auf der Rückbank keine Plätze zum Sitzen, sondern fungiert dann als als Munitions- und Spritfahrzeug. Das heißt, ich könnte hier mit einem Fahrzeug dran fahren und könnte auftanken. Munition ist auch recht interessant. Hat man gerade schon gesehen, angenommen, ich bin hier der lustige Schütze und habe hier im Inventar
meine Ammo-Boxen. Das heißt, wenn ich hier das Ding leer schieße, aber es ist gerade ein bisschen doof, weil das der Supporting ist, das hat man es etwas schlecht. Gehen wir einfach hier hin. Das heißt, ich würde hier meine Munition verschießen, dann müsste ich die auch manuell wieder nachladen. Gehen wir hier hin. Habe ich Platz im Rucksack? Natürlich nicht. Da sind warum auch immer zwei Schrotflinten gerade drin. Aber nehmen wir an, ich hätte Platz. Und die Dinger sind groß. Könnte ich mit der Munition aus dem Jackal rüberrennen. Und hier nachladen. Ist eine ganz nette Sache. Kommen wir, ich glaube eigentlich das letzte, nachdem ich die Tür zugemacht habe, zum neuen Fahrmodell. Die alten Jackals waren im Grunde, ich habe eigentlich nur einen Port aus Arma 2. Das hat sich auch aufs Fahrmodell bezogen. Das heißt, man ist eigentlich wie auf Schienen gefahren. In Arma 3 sind ja Gott sei Dank quasi selbstständige Achsen dazu gekommen. Das heißt, die Räder können sich auf den Achsen bewegen und es fährt sich halt auch wesentlich angenehmer. Und das ist jetzt auch in diesen Fahrzeugen mit drin. Das sieht man, glaube ich, ganz gut, wenn ich hier jetzt hochfahre. Das zeigt mich nicht. Egal, wenn ich hier so schräg fahre, sieht man jetzt halbwegs, dass sich die Achsen, das Rad auf der Achse sich bewegt. Sorgt dafür, dass sich die Karren auch wesentlich besser fahren und sich wie Autos anfühlen. Und man kann natürlich auch ganz gute Schiffe machen. Ha, eine Sache habe ich vergessen. Aber dafür müssen wir etwas an der Uhr drehen. Wo war es? Gehen wir mal auf die düstere Nacht. Denn die Jackals haben auch eigenes Licht. Kann ich entweder über eine Taste, die ich einstellen kann, belegen oder halt über Lights On, Lights Off. Und die Lichter kann man auch, wenn man denn will, einzeln ausschießen. Ich denke, das war eigentlich alles. Ja, Zusammenfassung. Der normale Jackal überarbeitet, grafisch, Sound, mehr Funktionen, Munition mit drin, lustige Nummernschilder. Neu ist der Coyote, den gibt es als Transport- oder als Support-Variante. Selbe Funktionen, passen nur mehr Leute rein und hat 6 Räder.